Herzlich willkommen hier auf YouTube. Diesmal haben wir einen neuen Produkttest für euch. Und zwar haben wir eine genannte Produktplatzierung. Wir haben diesen Duschkopf von der Firma Alpenkraft zur Verfügung gestellt bekommen und wollen mal testen, was dieses Produkt so taugt und was er so kann. Ja, starten wir einfach mal durch mit diesem neuen Produkttest. Viel Vergnügen. Und zwar haben wir diesen Duschkopf hier beim Instagram-Magazin als Werbung und dachten uns mal so, ja, was kann denn der Duschkopf so alles und was macht ihn so besonders? Unter anderem verspricht der Hersteller 35% weniger Wasserverbrauch, einen höheren Wasserstrahldruck in Höhe von 200%, Filterfunktion, Kalk und Bakterien sollen rausgefiltert werden und natürlich eine 3-Strahlen-Funktion, Jet, Massage und Regen, wie auch gerade zu sehen. Installation ist ganz einfach beschrieben, alten Abschrauben an einen ran. Hier haben wir die Perlen beschrieben, die 6 bis 8 Monate halten sollen. Danach sollten sie ausgetauscht werden und die sollen quasi ja Kalk und Bakterien müssen rausholen. Wartung und alles findet ihr auch im Internet, ist aber auch eigentlich ganz easy. Also quasi die Kurzbeschreibungsvideos findet ihr im Internet. Einfach mal schauen unter alpenkraft.de. Wir schauen am besten mal rein, wie das ganze Produkt hier ist. Wir sehen auf jeden Fall schöner Jute, sag erstmal. Legen wir es noch beiseite. Und was haben wir noch drin? Ein Flyer. Noch mehr. Eine schwarze Tüte. Ja, was da drin ist, werden wir bestimmt gleich noch sehen. In diesem Flyer öffnen wir mal kurz. Sind vorne ganz groß Alpenkraft und dann noch immer die Bürste, trotz sagen, die Duschkopf. Und hinten die Begrüßung und ein 10-Euro-Gutschein. Das ist der Duschkopf allgemein ausgepackt. Ihr seht da oben schön drauf, also von designtechnischen her hübsch gemacht. Alpenkraft reingemacht. Hier hinten seht ihr die Kugeln drin. Schwarz und braun oder grau und braun soll es sein. Und hier oben habt ihr die 3-Strahlen-Funktion, ne, wo ihr einstellen könnt, entweder Jet, Massage oder Regen, je nachdem, welche Taste ihr davon berührt. Wir nehmen kurz auseinander und gucken mal, wie das mit den Kugeln hier drin aussieht. Schön zugeschraubt. So. Und da haben wir auch schon mal die Kugeln. Also ihr seht unten, wie gesagt, im Griff sind diese hellbraunen Kugeln drin, die zur Filtration dienen sollen. Oben habt ihr diese grauen Kugeln drin. Und das sind jetzt die Filter, die noch davor liegen. Unten ist ein Gummifilter mit Metallsieb. Ja, der wird dann quasi einfach nur davor gelegt, wenn die Perlen drin sind. Und oben habt ihr, warum immer nur ein Plastiksieb, aber oben ein Plastiksieb drin, womit quasi ja das Wasser durchfließen kann. Quasi Kugel rein, Sieb drauf und los geht's. So einfach ist das Prinzip. In der schwarzen Tüte, gucken wir auch gleich mal nach, da haben wir eine Ersatzscheibe drin. Zum Austauschen, falls die alte Scheibe mal, ich sag mal, verbeult wird, ist er als Metall, ist kein Plast in diesem Fall. Und ihr seht auch hier die sehr feinen Düsen, die wir drin haben. Wir gucken mal gleich mal so mit Vergleich Kugelschreibermine. Da ist eine Kugelschreibermine und ihr seht auf jeden Fall, die Düsen sind sogar noch kleiner als eine Kugelschreibermine. Wir können zwar da minimal reinstechen, aber das ist wirklich minimal. Und das soll wirklich eine sehr schöne Sache sein in Sachen Wohlfühlkomfort. Das soll das alles angenehmer machen mit diesen feinen Düsen. So fein kennen wir sie von normalen Duschkopf nicht. Dann machen wir mal den Direktvergleich. Hier rechts seht ihr unseren alten Duschkopf. Auf der linken Seite ist unser neuer Duschkopf. Bei unseren alten, diese Alpenkraft hatte nur 3 Schaltfunktionen. Bei unseren alten habt ihr aber, Achtung, wir ziehen mal nach. 3, 4 Funktionen, bitte unser alter Duschkopf. Und was der Alpenkopf nicht hat, ist eine Wassersparfunktion. Die fehlt leider bei unserem Alpenkopf. Ja, Nachrüstung wird ziemlich schwierig werden. Gucken wir kurz mal die Jet-Funktion an. Die Jet-Funktion hat unser alter natürlich auch und ist sehr hart. Gegenüber zu dem Alpenkopf, den wir jetzt hier sehen, ist der Jet-Kopf eigentlich sehr angenehm. Eigentlich. Er ist auch stark am angenehm. Direktvergleich Kraft. Nutzen wir einfach mal diesen komischen Behälter hier mit der Jet-Funktion und wir schieben immer ein bisschen beiseite, wenn es klappt.
Ja, bedingt geht das alles. Ja, wir haben halt nicht diese Druckkraft, die der Alkenkopf haben soll. Das setzen wir jetzt. Also, Jetfunktion und wir sehen, ui, gleich Bums. Gleich mal ganz anders, die ganze Funktion. Nochmal. Na, komm, haben wir noch. Danke. Also auf jeden Fall, man sieht, die Druckfunktion ist auf jeden Fall höher bei der Alkenkraft. Ob jetzt bis zu 200%, können wir jetzt in diesem Test nicht sagen. Dann gucken wir mal hier auf die normale Regenfunktion. Die hat natürlich auch der Alpenkopf. Und die sieht dann wie folgt aus. Nein, okay. Wir machen erstmal kurz. Fällt mir gerade so ein. Erstmal kurz den Wassertest. Wir machen kurz mal den Wassertest. Also, was ist der Wasserverbrauch? Alpenkraft 35% weniger Wasserverbrauch und der normale Duschkopf für uns. Ihr seht, da geht einiges am Wasser vorbei, weil wir haben halt nur einen großen Duschkopf gehabt. Ja. Und er ist voll der Becher. Also ziehen wir das Wasser zu, was daneben fließt, können wir noch 2-3 Sekunden von dem Befüllen abziehen. Jetzt kommt dieser von Alpenkraft. Und auf jeden Fall dieses Sprühergebnis, kann man nicht sagen, das Sprühergebnis ist wirklich top. Der Alpenkraft fühlt sich einfach geil an. Aber was mit der Wassersparfunktion? Das soll ja bis zu 35% weniger Wasserverbrauch bedeuten. Wie gesagt, mit einer großen Tür schlecht testen, aber wir werden ja ungefähr sehen, wie schnell jetzt der Becher voll wird oder auch nicht. Und da ist nochmal kurz die Regen plus Massagefunktion, also Regen, Massage. Aber auch beides in Kombination, ein sehr schönes Gefühl eigentlich. Bitteschön. So, Wasser, Test. Wie schnell wird hier der Becher voll? Wieder im Direktvergleich mit unserem großen Duschkopf. Und zack. Oh, okay. Also unseren Test konnten wir jetzt spontanerweise, wir testen das Ganze gleich nochmal, konnten wir jetzt nicht spontan sagen, dass er jetzt weniger verbraucht. Das Wasser kommt zwar sehr schaumend raus, aber der Becher ist auch recht schnell voll. Also in diesem Fall Produkttest. Wasserverbrauch konnten wir jetzt nicht bestätigen, dass der Alpenkraft weniger Wasser verbraucht, leider. Mag an unserem größeren Duschkopf liegen, weil bei den kleinen kommt es als zentral raus, bei den großen liegt wieder neben. Hier hinten sehen wir nochmal kurz die Perlen in Action, die ja das Wasser reinigen sollen. Und die müssen ja ausgetauscht werden, alle 6 bis 8 Monate, je nachdem wie hart euer Wasser ist. Und das bringt uns auch gleich zum nächsten Test, nämlich der Wasserhärte. Wir haben dafür 2 Becher präpariert und wir nutzen dafür einen Wasserhärtetest von der Firma Aquanatura. Das ist ein Gesamthärte-Wassertest. Mag das Verkehrte sein oder auch nicht. Ihr seht, wir haben die Becher auch dafür markiert dementsprechend, damit wir auch ungefähr wissen, welchen wir reinmachen. Ich weiß nicht mehr, welche Farbe für was war, das ist schon zu lange her, aber das ist auch egal. Wir lassen das Wasser so circa 10 Sekunden lang jetzt laufen erstmal und zapfen einmal direkt vom Wasserhahn ab, um zu sehen, wie hart da unser Gesamtwasser ist in diesem Testfall. Weil es soll ja Kalk und Bakterien, soll ja quasi vermindert rauskommen, es soll reduziert werden. Eine Filterfunktion dieser Kugeln. So, das Ganze machen wir jetzt auch mit dem Alpenkopf. Stellen das Ganze wieder auf Kalt. Wir nutzen jeweils dafür die Kaltwasserfunktion. Und lassen erstmal hier auch das Wasser 10 Sekunden lang laufen, damit auch das Restwasser rausgespült ist. Und danach befüllen wir unseren Becher. Zack. So, dann wollen wir gucken, was jetzt in dem Sinne unser Testergebnis zeigt. Zwischen direkt aus der Leitung gezogen und von Alpenkraft gefiltertes Wasser. Hier seht ihr mal kurz unser Testset, wie eben schon erwähnt, von Aquanatura, ein Gesamthärte-Wasser-Test-Kit. Und ihr seht auch die ganzen Farbnuancen quasi. Umso dunkler, umso härter ist das Gesamtwasserergebnis. Wir nutzen diesen Test jetzt dafür. Ihr seht, hier oben haben wir so einen gelben Applikatoren und den halten wir rein, um dann zu sehen, wie das Wasser jetzt zum Beispiel aus dem Wasserhahn ist. 3 Sekunden soll man es reinhalten. Danach nimmt man es raus und hält es ran. Und wir sehen, ja, es ist relativ dunkel, sagen wir mal so, in der Skala hier hinten bis da vorne ungefähr. Also auf jeden Fall liegt unser Gesamthärtewasser relativ weit in dem hinteren Bereich
leider. Da seht ihr hier an der Ostseeküste in Rostock, haben wir gesamt gesehen sehr hartes Wasser. Da müsste man ja vielleicht bei der Atomkraft jetzt ja einen Unterschied erkennen können. Derselbe Test. Wir halten rein. Eins, zwei, drei. Und halten es ran. Ja, und sehen leider bei diesem Test jetzt keinen wirklichen Unterschied. Also das Testergebnis ist relativ gleich. Seltsam. Altenkraft hat uns dazu auch was geschrieben, woran das liegen könnte. Jetzt haben wir nur mal ganz kurz hier zum Schluss noch mal ganz kurz hier eine Filterpackung. So sehen die Filtermixdinger aus. Das ist jetzt eine Jahresvorratbox. Weil ihr wisst ja, nach 6 bis 8 Monaten soll man die ganzen Gerätschaften ja austauschen. Also hier drin haben wir jetzt wahrscheinlich nur die Perlen. Wir gucken aber natürlich hier gleich rein, was in dieser Jahresbox drin ist. Okay, und wir sehen oben haben wir schon mal die für den Duschkopf. Das sind die hellgrauen. Zweimal, weil Austausch, ein Jahr, ne? Also 6 Monate, dann austauschen. Unten mit den braunen drin. Und das war es auch schon gewesen. Mehr ist in der Box nicht drin. Also das ist ein Jahresvorrat. Gibt es in verschiedenen Abmessungen. Gibt es auch in, glaube ich, maximal 3 Jahre. Ein Nachfüllpack kostet um die 20 Euro. Was ist jetzt das Fazit zwischen diesen beiden Duschköpfen, Altenkraft und unserem normalen herkömmlichen Duschkopf? Unser normaler Duschkopf hat mehr Wasserfunktionen. Wir hatten hier insgesamt 4. Bei den Alpenkraft haben wir nur noch 3. Durch diese ganzen Düsen sieht man auch die ganze Verkalkung. Also er ist sehr kalkanfällig. Das soll der ja angeblich nicht mehr sein. Ja? Durch diese Filterung, die wir drin haben. Was Vorteil ist natürlich bei unserem Alpenkopf, eine Wassersparfunktion, die fehlt komplett bei den Atemkraft, aber er soll ja allgemein 35% weniger Wasser verbrauchen, was wir jetzt in unserem Test leider nicht bestätigen konnten, dass da weniger Wasser verbraucht wurde. Ansonsten fühlt sich das Wasser auf jeden Fall besser an, kann man sagen, bei dem Atemkraft. Wenn man hier die Jet-Funktion nutzt, ist es ziemlich hart. Wenn man bei denen die Jet-Funktion nutzt, kommt in der Mitte ungefähr raus, ist es von Arte auch ein sehr harter Strahl. Wir haben es in unserem Tester gesehen, aber dennoch angenehm weich. Unser Gesamtfazit ist von der Arte. Die Reinigungsfunktion, die Kalkreinigungsfunktion mit unserem Test wurde uns nicht bestätigt. Wassersparfunktion wurde uns leider auch nicht bei unserem Test bestätigt. Aber ansonsten kann man sagen, die Umschaltung zwischen Jet-Massage und Regen ist sehr einfach, sehr angenehm. Und wir werden das Gerät auch bei uns im Badezimmer weiterhin verwenden, weil das Wasser, was rauskommt durch diese feinen Düsen, ist wirklich sehr angenehm, kraftvoll, aber angenehm. Also für alle, die eine kraftvolle Dusche haben wollen, für die ist dieses Produkt wirklich empfehlenswert. Die Perlen, wie gesagt, alle 3, 6 bis 8 Monate soll man sie wechseln, je nachdem, wie kalkhaltig Wasser ist. Also wir müssen sie nach 6 Monaten wechseln. Ob es was bringt, ob es Wasser einspart oder Kalk reduziert, und das werden wir jetzt im Langzeittest erst sehen. Aber ansonsten ist der auf jeden Fall besser, kann man sagen, als der alte. Ist halt angenehmer vom Duschvergnügen her. Also, Kauf lohnt sich, kann man sagen. Unsere Tests sind leider teilweise, also 50% sind bestanden, 50% können wir sagen, sind negativ ausgefallen, weil wir da kein wirkliches Testergebnis von haben. Kaufpreis, wenn ihr es kaufen wollt, von diesen Alpenkraftkopf, ca. 50 Euro. Soweit unser. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Viel Spaß beim selber testen oder nachmachen. Euer Marco Lorenz. Schön mit Ö und bis bald zum nächsten Produkttest. Für alles.